Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch die Fundorte aller Sammelobjekte. Einen kleinen Tipp, den ich euch noch mitgeben würde, ist, dass ihr erst mit dem Sammeln anfangt, sobald ihr die Hauptstory abgeschlossen habt. Der Grund ist ganz simpel, es gibt ein paar Sammelobjekte, wo ihr erst im Laufe der Hauptstory freischalten könnt und einen Typus Sammelobjekte gibt es noch, den ihr wirklich erst freischalten könnt und einsammeln könnt, sobald ihr die Hauptstory komplett abgeschlossen habt. Deswegen rate ich euch einfach dazu, genießt einfach dieses tolle Spiel, die Bombenstory und danach könnt ihr euch dann ans Sammeln machen. Den zweiten Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mitgeben will, ist, nutzt am besten die Reihenfolge aus meiner Playlist, denn auf diese Weise könnt ihr wirklich sehr viel Zeit einsparen und sehr viele unnötige Laufwege dann dadurch vermeiden. Es gibt auch einige Sammelobjekte, die aufeinander aufbauen, beispielsweise gibt es da die Gefallen oder auch die Schatzkarten und Schatzsuchen. Und wenn ihr da jetzt die Playlist von mir dann nutzt, könnt ihr wirklich sehr viele unnötige Laufwege dann einsparen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß beim Einsammeln. Dort, da drüben ist etwas Schutt. Wahrscheinlich von Fieres armer Statue. Schütze den Frieden. Ich erinnere mich, wie die Jötnar diese Armschienen für Tiers Statue anfertigten. Dieses Heft, was hat es mit den Geistern zu tun? Es steht für ihren Verrat, ihre Grausamkeit. Je eher wir damit fertig sind, desto besser. Meine Klingen haben auch eine Geschichte. Du hast recht. Wenn Skofnung das Land bereinigen kann, werde ich seine Präsenz dulden. Das muss Tiers Helm sein, von seiner Statue. Gewinne Herzen, keine Kriege. Tier wusste, dass der größte Kampf von allen der um die Herzen und Gemüter der Leute ist. Schönes Messer. Leider verrostet. Das ist auf jeden Fall die Herrscherin. Sie machte die Götter für den Tod ihrer Familie verantwortlich und rächt sich an allem, was in Reichweite ist. Selbst ihr Tod konnte sie nicht stoppen. Ich weiß.
Was für ein schöner Dolch! Unpraktisch. Für Zeremonien. Ich frage mich, wie viele Asgard-Fragmente es gibt. Genug für eine Welt, also haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Ja, durch den Zusammenschluss unserer Waffen. Ja. Eine Skulptur aus den südlichen Ländern. Ist das nicht der Speer von Tyrs Statue? Strebe nach Frieden. Sei bereit für den Krieg. So, ich schätze, das war's. Glaube kaum, dass wir noch mehr interessante Teile finden. Oh!
eine Art Reliquie. Sie scheint nichts zu bewirken, oder? Huh.